Ringen, Willisau, Hergiswil, das garantiert Emotionen pur. Die beiden Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Willisau hat triumphiert, Willisau hat sich gefreut bis zum dritten Kampf, bis zur dritten Runde im dritten Kampf, genau bis zu dieser Szene. Rudi Bachmann, Willisau, Pascal Jungo, Hergiswil. Bis dahin hat Willisau drückend geführt, 7-1. Und dann hat es gekehrt und dann haben die Hergiswiler im blauen Trikot fast Kampf für Kampf, Runde für Runde gesiegt und gefeiert. In der BBZ-Halle ist so viele Sauenseite, trotz 1150 Zuschauer, immer ruhiger geworden. So haben sich die Kämpfe entwickelt. Nach der ersten Begegnung steht es 4-0 für Willisau. Nach dem zweiten Kampf 7-1 für Willisau. Nach dem dritten 8-4 für Willisau. Nach dem vierten unentschieden 8-8. Nach dem fünften 8-11 für Hergiswil. Nach der Pause 8-14, 11-15, 12-18, 12-21 und schlussendlich 13-24 für Hergiswil. Mit dem erdrückenden 13-24 Sieg haben die Hergiswiler den Willisauer den Meister gezeigt. Nein, wir wollen es nicht verschreien. Wer der Meister sein könnte, wird sich wohl erst nächste Woche zeigen. Der trifft Hergiswil daheim auf ein erstplatzierte Freiamt. Thomas Suppig, jetzt ist mal eine recht herzliche Gratulation zum persönlichen Erfolg. 0-3. Und dann nachher natürlich die Mannschaft. 13-24 gegen Willisau. Hat man das höhere Resultat erwartet? Zuerst mal persönlich und dann für die Mannschaft. Ja, persönlich. Ich hatte die Vorrunde schon. Und heute ist es mir schon ein bisschen besser gelaufen. Eben der 3-0. Natürlich wäre das gleiche Endresultat. Der Kampf selber ist eigentlich gut gegangen. Und von der Mannschaft her, ja, es ist, bis zur Pause war es immer noch knapp bis 8. Aber nach der Pause haben wir einen Zacken zulegen. Wenn wir gewusst nach der Pause